von Ariola. Moin, die Figurensucht, die sind herzlich willkommen zurück bei Christainment, heute mit dem Mega-Hau 39. Wow, bald sind es 40. Krank. Irgendwie schon, oder? Heute geht es wieder um Sachen, die ich mir gekauft habe, Sachen, die ich bekommen habe und auch Kanalspenden bzw. Post, die ihr mir geschickt habt. Da sind richtig geile Sachen dabei, also richtig schöne Sachen. Eigentlich sind alle Sachen richtig schön. Ich habe jetzt vorne nur was liegen lassen, das muss ich jetzt gerade nochmal holen. Verdammt. So, haben wir alles. Schön. Wir fangen direkt an. Das, was jetzt mittlerweile überall. Wenn ihr jetzt auf Facebook guckt, bei Instagram guckt und sonst was, jetzt drehen ja gerade alle voll durch und jeder postet sofort ein Bild davon. Ist ja auch logisch, ne? Wenn es neu ist. Ich habe mir das hier gekauft. Von den Origins, das Stridor. Da kommt noch was dazu. Das ist ja nicht alleine. Da fehlt noch ein Unterteil. Das Stridor oder das Stridor, das Pferd von Master of the Universe, Origins, mit diesen tollen Aufsätzen. Ich mache jetzt keine Review dazu, keine Angst. Ich habe davon zwei. Natürlich eins original verpackt. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das noch bei jemand anders ist, der es mir mitgebracht hat. Das war ganz, ganz verrückte Geschichte. Auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig schickes Pferd. Oder ein sehr schönes Bewegungs- oder Fahrzeug für die Masters. Mit Stall dabei quasi. Damit ihr auch euer Pferdchen unterbringen könnt. Also es ist ein richtig schönes Teil. Gibt es auch mittlerweile regulär bei Smythe zu kaufen oder Smith. Deswegen, ich stelle es mal hier so vorne an die Ecke. Bleiben wir bei Masters. Ich mache kreuz und quer. Dann gab es eine Geschichte, das war ein Tausch. Und, was habe ich den Namen vergessen? Verdammt. Thomas, so heißt glaube ich. Thomas war es. Thomas hat mein Video gesehen über die Masters, mein Masters-Haul, also die letzten Mega-Haul quasi. Und da hat er die She-Ra-Kassette gesehen, She-Ra Nummer 1. Und er hat eine fast komplette VHS-Kollektion von allen VHS-Kassetten von Masters und von She-Ra. Und er hat mich gefragt, du Chris, ich habe das gerade bei dem Video gesehen, du hast Nummer 1, die fehlt mir noch. Das ist die einzige, die mir zum Komplett-Set fehlt. Und wir wurden uns dann relativ schnell einig. Es hat ein bisschen was gedauert, klar, gebe ich zu, weil ich habe die selber nicht gehabt. Also, aber ich habe gesagt, komm, er hat dann ein Full-Set, er sammelt die richtig professionell. Ich habe die halt nur da, weil sie dabei waren in dem Sinne. Habe mich natürlich auch darüber gefreut, aber er hat jetzt das Full-Set. Und ich habe von ihm was anderes bekommen, was ich als Kind auch hatte. Und das sind diese drei kleinen Autos. Jetzt sagen sie, bist du bescheuert? Tauschst du drei bekloppte Matchbox-Autos, nee, Hot Wheels ist das, glaube ich, ne? Hot Wheels-Autos gegen eine Videokassette von She-Ra? Ja, hat er gemacht. Aber es ist nicht irgendeins, besonders das hier. Die kennt ihr vielleicht, die heißen Crash-Ups. Also ist jetzt zum Beispiel die Taxi-Variante. Und das sind diese Autos, die, wenn ihr gegeneinander fahrt, die dann Schaden kriegen. Also es sind natürlich, ist alles das gleiche Auto, klar. Das eine ist Feuerwehr, das andere ist Polizei und das andere ist natürlich ein Taxi. Und ich bin ziemlich sicher, die beiden hatte ich. Also das Taxi weiß ich hundertprozentig, bei dem Feuerwehrauto bin ich nicht ganz sicher. Aber die Dinger sind auch nicht mehr so richtig günstig und auch nicht so gut zu kriegen. Aber er hatte noch ein paar, er hat immer noch welche. Der kriegt immer dauernd welche rein. Und das finde ich super. Jetzt habe ich endlich vier Stück. Einer steht noch da hinten, der rote. Das ist jemand oder einer, der vorne aufgeht. Es gibt da eine Seite welche, es gibt welche, die vorne hinten, es gibt welche, die hinten kaputt gehen und es gibt welche, die oben kaputt gehen. Also richtig schönes Ding. Dann habe ich was bei eBay ersteigert. Kennt ihr das? Ihr seht was, oh ja, ganz cool, eigentlich gibt es was rüber. Okay, gibt es was ein, also mit Betrag, ja, super. Und irgendwann sagt ihr, ja, ich brauche den Quatsch ja nicht, ne? Aber man bietet trotzdem mit, weil man nicht diese Genugtuung den anderen Leuten geben will, irgendwie. Kennt ihr das nicht? Also es war ganz seltsam. Auf jeden Fall habe ich es dann gekriegt. Nee. Es ist ein ganzes, das fällt nicht runter, ich versuche es mal so. So, ein ganzes Lot von Figuren, verschiedene Figuren. Ich fange mal an mit den Sachen, die ich kenne. Und da haben wir zum Beispiel drei Star Wars Vintage Figuren von 1980 und von 83, also Empire und Jedi. Snowtrooper, Echo Trooper oder Echo Commander und den Klaatu aus der Vintage Reihe. Das ist alles ein Set gewesen, die waren alle zusammen in einem Set. Dann, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also klar, es ist ein Indianer, das weiß ich.
aber wo der herkommt, weiß ich nicht. Dann gibt es hier noch, das muss ich genau gucken, das, da dachte ich erst, da hat einer rumgespielt, aber das gehört wohl wirklich so. Das ist G.I. Joe, so ein Ninja. Und der hat so komische Stofffetzen dran. Und ich dachte, jetzt hat einer mit Pflaster was da rangeklebt, was sieht total bescheuert aus. Das gehört so. Wusste ich nicht. Also Cobra, Quatsch hier. Der ist, glaube ich, auch G.I. Joe. Dieser welcher hier. Steht zumindest Hasbro drauf, von daher muss es G.I. Joe sein. Und dann haben wir noch zwei andere, die sehen sehr ähnlich aus. Also die Machart ist auch G.I. Joe, steht aber drin Made in China. Ich glaube nicht, dass es offiziell G.I. Joe Figuren sind. Vielleicht ist es Action Force oder was anderes. Wenn ihr wisst, was das ist, es steht nur drauf Made in China. Einmal hier dieser Offizier. Also die Machart ist genau dieselbe. Die haben die gleichen Ringe, die haben die Gummis, die haben die gleichen Schrauben. Wie gesagt, G.I. Joe bin ich nicht so ganz im Thema. Dann haben wir noch zwei andere Sachen. Wir haben einmal Dino Riders. Muss ich glaube mal schnell, weil da bleibst du hier. Dino Riders haben wir noch ein paar. Und wir haben Mask. Da, 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 da. Ich kann die nicht alle benennen. Da bin ich kein Fachmann für. Also finde ich für alles. Also ich habe ein paar Romulaner noch. Oder Rulaner hier, das die Dinger. Die Insektoiden und Schlangen. Und dann haben wir noch ein paar Dino Riders. Es waren noch ein paar mehr. Also drei Stück fehlen mittlerweile, weil jemand mit mir getauscht hat. Das Tauschobjekt ist aber noch unterwegs, deswegen sehen wir es erst im nächsten. Und hier sind die Dino Riders, vier Stück noch dabei. Es war noch einer von der Eiszeit dabei, dann noch einer in Camouflage und noch so ein Insektenfregel. So, und dann haben wir was von Mask. Da kenne ich aber auch nicht alle auswendig. Wir haben hier Sly Rex, dann haben wir Julio Lopez, European Edition. Dann haben wir Matt Tracker von Goliath. Hondo McLean Adventure Pack ist das, glaube ich. Bruce Sato. Ich glaube, das ist von diesem hässlichen Fahrzeug. Wie heißt denn das nochmal? Das ist so hässlich und... Wie heißt denn das? Bullet nicht. Das ist so ein Split-Second-Ding. Ja, ihr wisst das bestimmt. Also Bruce Sato. Dann Ali Bombay habe ich hier noch. Ja, und bei denen komme ich immer durcheinander. Also der ist von Meteor, auf jeden Fall der Pilot. Und die beiden, da komme ich immer durcheinander. Ich glaube, der eine ist von Detonator und der andere ist Dusty. Hast du jetzt gesehen? Das ist auf jeden Fall das Lot, was ich mir ersteigert habe. Nicht wenig. Dann kommen wir jetzt erst zum ersten Einkauf vom Shop. Und zwar von Mighty Underground. Mighty Underground habe ich mir, das habe ich schon bei Instagram gepostet. Habt ihr vielleicht gesehen, wenn nicht. Ihr verpasst echt einiges, wenn ihr bei Instagram nicht bei mir folgt. Weil da haue ich sehr viel raus. Die Droid-Serie. Also quasi Neuauflage der Droid-Serie. Auch mit Münze. Also das ist eine Plastikmünze, gehe ich mal von aus. Weil ich glaube, ich weiß es nicht, weil ich habe sie nicht rausgeholt. Also wenn einer von euch die auch hat und rausgeholt hat, könnt ihr mir mal sagen, ob es eine Plastikmünze ist. Ich gehe davon aus. Die ist nicht wirklich schwer. Also einmal R2-D2 oder R2-D2, steht doch sogar wirklich drauf. Dann haben wir noch natürlich Boba Fett in diesen tollen Farben. Es gibt ja nur drei Figuren. R2-D2, Boba Fett und natürlich C-3PO oder C-3PO. Ich finde die Karten toll, das ist was ganz anderes, was sich komplett abhebt von den ganzen anderen Star Wars Sachen. Deswegen habe ich mir auch die 3 3/4 geholt, die habe ich jetzt sonst nie. Außer ich finde mal, kriege mal eine oder sowas von Sturmtruppers oder Imperialen. Aber sonst hole ich mir keine 3 3/4 und das ist jetzt eine Ausnahme. Und die Black Series Version von Boba Fett mit Klettverschluss. Ich finde es halt immer schade. Das ist vielleicht wirklich schade bei den Verpackungen. Die Vorderseite sieht echt nice aus. Die ja, Stirnseiten auch ganz cool, aber die Rückseite ist immer so neben dem Text hier so. Bleh. Warum? Ich weiß warum, aber es ist trotzdem ästhetisch nicht schön. Ja, also das komplette Droid-Set habe ich mir hier gönnt. Vielen Dank nochmal an Mighty Underground dafür, für den tollen Deal. Dann. Das ist auch so eine witzige Geschichte. Ich habe das Ding nicht aktiv wirklich gesucht, aber immer wenn ich mal in so einem so Karstadt oder MyToys oder Müller oder wie alle heißen, also richtige Geschäfte,
habe ich mal im Regal geguckt, ob die da stehen, weil ich weiß, dass es die gibt. Von Hot Wheels auch. Und zwar das hier. Hot Wheels Battle Cat Monster Truck. Ich war zu Besuch bei Stefan. Da kommt auch noch was. Und wir haben eine Toy-Tour gemacht. Wir sind halt durch die Gegend gefahren zu ein paar Läden. Haben wir uns angeguckt. Und ich habe nichts für mich gefunden. Also war nicht so, es war schon interessant zu sehen. Aber es war nichts dabei, was ich unbedingt haben will. Und dann sind wir in Hannover im Karstadt. Und die hatten gleich zwei. Und ich habe natürlich beide mitgenommen, weil einer ist für mich, einer ist für den Kumpel. Stefan wollte keinen. Deswegen habe ich mir zwei gekauft. Und dann war ich vorgestern nochmal in Hamburg, auch bei Karstadt. Rat, was ich gefunden habe. Richtig, noch einen. Der liegt jetzt aber da hinten. Also ich habe jetzt drei davon, wovon zwei wieder weggehen. Also nichts hier von wegen, hältst du mir einen? Nein, nein, die gehen alle, die sind alle schon untergebracht. Aber auch krank, was so ein Auto kostet, oder? Ein Hot Wheel für 8 Euro, oder 9 Euro besser gesagt, und 8,99, 10,99, so um den Dreh. Schon verrückt. So, jetzt wird's ein bisschen strange. Das werdet ihr nochmal in einem separaten Video sehen, oder habt ihr schon gesehen. Ich weiß noch nicht genau, wie die Videoreihenfolge jetzt ist. Ich denke mal, das werdet ihr hier nach diesem Video noch sehen. Und zwar der nächste Meet the Collector. Da werdet ihr auch sehen, dass ich von dieser Person was bekomme. Stefan. Und das habe ich jetzt hier. Das eine muss ich erklären, weil es wird sehr wahrscheinlich jetzt sehr viele Fragen aufwerfen. Ich habe überlegt, ob ich das reinnehmen soll. Aber ich habe gesagt, komm, als Gag machst du es einfach mal. Das kommt gleich. So. Zuerst hat er gesagt, komm, ich habe einen Antenna. Den brauche ich nicht mehr. Er hat von mir einen anderen gekriegt mit schöneren Augen, weil hier die Augen sind echt nicht schön. Mal da, also die sind schon ein bisschen fast weg. Aber er gibt das so in die Hand und ich dann so, Geschenk? Ja, ja, kannst du haben. Weg. So, bist du sicher? Ja, ja. Sogar cool, danke. Das ist meine erste richtige Variante. Wieso? Das ist ein Blackpin-Antenna aus Mexiko. Also er hat hier hinten nicht diesen roten Pin zum Hochschieben der Augen, sondern einen schwarzen. Und das ist halt die mexikanische Variante. Es ist halt schade, dass die Augen schon so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen sind. Ein bisschen sachter. Also viel. Aber es ist cool, dass ich jetzt einen Blackpin habe. Ich sammle keine Varianten. Aber kennt ihr das doch? Ihr habt ein bestimmtes Sammelgebiet und sagt dann, nö, das brauche ich nicht. Aber wenn ihr es dann irgendwoher kriegen solltet, entweder geschenkt, günstig oder sonst aus dem Zufall, sagt ihr auch nicht nein. Und das ist hier der Fall. So, jetzt kommt die Geschichte, wo ich das ein bisschen was erklären muss. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über Figurenreinigung. Und ich habe dann, als er mal zu Besuch war, sind wir halt zu Action gefahren und habe ich ihm halt meine Sachen gezeigt, die ich für die Reinigung nehme. Dieses Blue Wonder zum Beispiel. Er hat es dann auch mitgenommen, hat es ausprobiert und dann hat er sich auch mal auf die Suche gemacht nach Sachen. Und da hat er was gefunden, was ihm ganz toll gefällt. Und da hat er mir gesagt, weil er zwei Packungen davon hat, hat er gesagt, komm hier, nimm mal mit, probier mal aus. Es gehört eigentlich hier, aber ich finde es lustig. Tempo, Feuchttücher. Feucht-Toilettentücher übrigens. Also mit diesen Dingern kann man die Figuren wunderbar sauber machen und laut Stefan riechen sie auch total super danach. Stimmt. Das hat so eine Mischung hier, so Kamille. Und jetzt riecht Mantena so ein bisschen nach Kamille. Also macht damit keinen Stinker sauber. Ich habe es ausprobiert an Mantena. Man kriegt nicht alles weg. Ihr müsst natürlich auch Zahnbürsten benutzen und was ihr halt macht. Oder was Stärkeres, wenn Verschmutzungen drin sind. Oder zum Beispiel Edding oder sowas. Das kriegt ihr damit nicht weg. Aber die Figur glänzt danach wieder ordentlich und sie kriegt einen schönen Geruch. Er hat mich herausgefordert, dass das machst du im Video nicht. Ich sag, doch, mache ich. So, jetzt geht's weiter. Wenn ihr das Video seht vom Meet the Collector, seht ihr auch, was für eine Sammlung er hat. Und in der Sammlung war eine Figur, die mir gefehlt hat. Er hat gesagt, ich habe ich noch ein paar Mal. Hat er auch gehabt. Also einmal war sie ausgepackt da und er sagte, nö, ich habe die noch bei meinen Eltern und so steht noch eine originalverpackt. Kannst du gerne mitnehmen. Also ich habe sie gekauft. Wir haben getauscht. Er hat von mir einen Squeeze bekommen und ich habe halt die hier gekriegt, weil ich sie noch nicht hatte. Eine Black Series Figur. Royal Guard. Ich habe keine Ahnung, warum ich die verpennt habe. Ich weiß echt nicht, warum ich die damals nicht mitgenommen habe. Also jetzt habe ich ihn. Danke Stefan, der kommt auf jeden Fall in meine Black Series Sammlung. Jetzt wird's voll. Kann ich eigentlich schon, ich kann auch hier hinstellen. Nee, ich mache hier. Ja. So, wo mich dann extrem überrascht hat, er hat mir dann am Schluss noch ein paar Sachen gegeben.
als Dank. Ich weiß nicht warum, weil er ein anderer Typ ist, das auf jeden Fall. Und er hatte was, was ich schon ewig suche und noch nicht habe in meiner Sammlung. Es ist nur der Karton. Es ist nur ein Karton. In Anführungsstrichen. Für mich ist es mehr, aber es ist nur ein Karton. Und es war sein einziger und er hat gesagt, komm, bei dir ist es besser aufgehoben als bei mir, nimm mit. Ich so, nee, ich kann das nicht annehmen. Nein, das ist deiner. Na, das gab eine richtige Diskussion. Kommt auch im Video irgendwann später. Ich habe es jetzt mitgenommen. Für mich ist es schon eine große Sache, für andere halt nicht. Es ist ein Original-Controller von Super Nintendo, also die Verpackung davon, mit Inlay und Anleitung. Also hier das Ganze, die Paperwork und so, ist alles noch drin. Also, das ist alles dabei. Ich hatte das bis dato nicht. Ich habe genug Controller, klar, wer hat die nicht, wenn Super Nintendo hat. Aber diese Packung hat mir halt gefehlt und die sieht noch schöner aus. Hat zwar hier so einen kleinen einen Crease, aber es ist egal. Das Ding ist einfach toll. Also für das Ding nochmal speziell vielen, vielen Dank. Und dann hat er mir noch was geschenkt. Den Grund verrate ich jetzt nicht, aber er hat mir dann noch so Lego geschenkt. Tada! Bespin. Die Carbonkammer mit Luke Skywalker, genau. Han Solo, Boba Fett und Nugnaught ist dabei. Wo Han Solo so eingefroren wird eben. Ich liebe dich. Ich weiß. Blub. Und das ist noch sealed. Ach, das ist noch einer dabei? Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aufmachen werde oder nicht. Mittlerweile ist ja echt so, dass man sich überlegen muss, also wirklich, ob man Sachen aufmacht und wirklich damit spielt oder baut oder nicht. Also es gibt ja teilweise, wenn ihr euch mal besonders bei Lego Sachen anguckt, auch das ist jetzt nicht das Neueste, das ist schon etwas älter. Die Dinger, muss ich euch nicht erzählen, wisst ihr selber. Okay, das war das von Stefan. Gar nicht wahr, ich habe noch eine Sache vergessen. Nee, gar nicht, noch mehr Sachen. Ha, guck mal. Ich bin auch echt. Wir waren dann noch in seinem Keller und haben seinen Keller durchwühlt und dann hat er noch das gefunden. Es ist nicht ganz voll. Ich kannte das auch gar nicht. Guckt euch mal diese geilen Sticker an. Vor allem das hier. So dieses Neongelb. Krass. Mit den, also Neonfarben konnten sie damals. Paar, seht ihr schon, ein paar Seiten sind auch lose und locker. Ey, der Typ, der das designt hat, hat irgendwelche Drogen genommen. Guckt euch mal die Dinosaurierbilder an. Rosa Neon und dann hier dieses Gelb Neon, Orange Neon, als ob einer mit einem Textmarker um sich geworfen hat. Also ein Merlin Sticker Album. Und hinten ist noch Werbung drauf von Kenner für die Figuren damals. So, der Leer. Und weil ich ja so toll Star Wars so toll finde, beziehungsweise Sturmtruppen, hat er mir, ich habe davon auch noch ein paar irgendwo, hat er mir zwei Stormtrooper, einen Stormtrooper, einen Sandtrooper und einen Biker Scout aus dem Manager Game mitgegeben. Ich hoffe, der Fokus macht das jetzt mit. Die kann ich, die soll, aber unter der Voraussetzung, ich muss sie am PC stellen. Und dann noch was Sachen, die er übrig hatte. Ach ja, zum Montana, die Armbrust. Müsste auch Mexiko draufstehen, oder? Ne, jetzt Hongkong. So, Montanas Armbrust. Dann Hordax Armbrust und eine Fledermaus von Hordak mit Nupsi dran. Also hier, der Gurt ist noch komplett. Fand ich auch sehr, sehr nett. Weil ich habe noch einen Hordak hier rumliegen, da fehlt alles. Yeah, außer der Umhang. Das ist jetzt kompletto. Ich habe doch was vergessen. Das war so viel. Das hat er mir auch noch mitgegeben. Er hat den Vader ausgepackt und gesagt, ja, ich brauche die Box nicht mehr, die ist Quatsch. Ich brauche die Box auch nicht, aber in der Box, ihr kennt die wahrscheinlich, in der Box ist dieser Aufsteller mit dabei, wo die Figur nicht draufsteht. Es gibt zwei Versionen, also ihr könnt die umdrehen, die Pappe. Einmal steht hier so mit X-Wing und Laserschuss im Hintergrund und das andere ist halt der Sternenhimmel. So, die beiden Versionen gibt es. Ich habe halt eine schon da stehen und ich habe noch ein paar lose Black Series Figuren, die ich halt auch hinstellen will. Aber jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, wo soll ich den Ständi hinstellen? Ich werde irgendwie einen Platz finden müssen. Moment, war es das jetzt? Vom Besuch her ja. Jetzt kommt Stefan Nummer 2. Also der gleiche Stefan, andere Geschichte. Wir haben einen Tausch gemacht. Ich habe ja, wie ihr wisst, neue Kamera, also mittlerweile ist es auch schon eine ältere Kamera. Aber ich habe meine alte, mit der ich vorher die ganzen Videos gemacht habe, diese große Kompaktkamera. Wenn ihr mich mal auf Conventions gesehen habt, wisst ihr, ich habe so eine riesengroße Canon gehabt. War es Canon? Nein. War das Lumix? Lumix war das auf jeden Fall. Und
die habe ich getauscht gegen Videospiele, weil ich gesagt habe, ich brauche die nicht, was soll ich mit der zweiten Kamera? Und er wollte unbedingt eine andere Kamera haben und haben gesagt, komm, wenn du willst, kannst du die haben, gibst mir halt ein paar von den Dingern. Er so, ja klar, können wir gerne machen, such dir was aus. Habe ich gemacht. Und er hat dann auch geliefert. Videospiele! Wir fangen an mit Asterix und Obelix in OVP. Es ist halt ein richtig schönes Spiel, so zwischendurch einfach mal. Das ich, auch die Grafik fand ich damals schon richtig klasse, ist sie immer noch. Asterix und Obelix kann man immer mal spielen. Dann ein persönlicher Schatz von ihm, Mortal Kombat auf Game Boy, komplett mit allem drum und dran, wie es gehört. Ich habe das Modul lose, ich habe die Box und den ganzen anderen Kram nicht. Und deswegen bin ich froh, dass er das abgegeben hat. Jetzt habe ich ein Mortal Kombat. Mortal Kombat! Dun, 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 dun. Terminator 2. Terminator 2. Laut Aussagen von ihm ein bockschweres Spiel. Er hat Level 2 nie erreicht. Ich habe es bis jetzt, glaube ich, nicht wirklich gespielt. Okay. Backside. Jetzt brauche ich wieder Schutzhüllen. Es ist ja mal irgendwas. Und SimCity. Ja, toll, SimCity. Ich habe aber die normale Version. Und die rote Version wollte ich dann auch haben. Weil ich habe auch von Zelda, habe ich auch Zelda normal. Und Achtung, oh, das Staub, da muss ich mal die Nase jucken. Von Zelda habe ich auch die normale Version und halt, also die goldene und eben diese. Deswegen fand ich das cool. Ich glaube, von Mario Kart auch. Dann gab es noch Gameboy-Spiele. Das habe ich nur genommen, weil irgendwie ein Spiel dabei war, was ich gerne behalten wollen würde. Und mir das fehlt. Also mir fehlte das. Ich habe es jetzt nicht genommen, weil ich es geil finde. Ich weiß nicht, ob es geil ist. Keine Ahnung, ich denke mal nicht. Weil es ist ein Winterspiel. Wintersport. Also Wintergold. Winter Gold. US Gold. Ja. Und das wiederum finde ich sehr schick, weil es ist ein Double Dragon 3. Die Arcade. Game. Ich finde es immer so witzig, wenn ein Arcade auf dem Gameboy rausgekommen ist. Ein Arcade auf Gameboy. Also zwei Gameboy-Spiele waren dabei und dann noch diese Super Nintendo Cartridges. Wir haben hier einmal True Lies mit Arnold Schwarzenegger, auch ein sehr nettes Spiel. Das kommt gleich, ja, das kommt auch gut. Dann Classic Batman Returns, Beat 'em Up. Also eigentlich waren, es gab glaube ich nur 5 Arten von Spielen früher und die waren immer verschiedene. Dann Castlevania 4. Auch sehr klassisch. Dann haben wir hier noch Battletoads Battle Maniacs. Ich habe Battletoads versus Double Dragon. Da gibt es noch eine Version mit Double Dragon und die habe ich. Die hat mir gefehlt. Deswegen habe ich jetzt beide Battletoads Spiele. Die ich jetzt, es gibt doch glaube ich ein drittes. Und das fand ich richtig, richtig cool. Ken Fodder. Das ist so ein richtig cooles Spiel, was ich früher auch auf dem Computer auf dem 486er noch gespielt habe. Das ist richtig witzig. Da müsst ihr halt durch Level so von oben von unten nach oben laufen mit euren kleinen Figürchen und halt Gegner abschießen. Klar, wie bei ist halt ein Kriegsspiel, ne? Also auf niedlich gemacht. Und wenn ihr das Level überlebt, dann steigen eure Figuren im Rang, also im militärischen Rang hoch. Und immer weiter, solange sie leben. Wenn sie abgeschossen werden, dann sind sie halt weg. Dann müsst ihr neue Rekruten suchen und dann geht das von vorne los. Aber dieses kleine Detail fand ich schon lustig damals. Deswegen, Ken Fodder ist super. Bleiben wir doch bei Videospielen. Ich habe einen, auch Kumpel, der hat bei mir durch diese Master-Sammlung, die ich hatte, hat er mir, ich habe die Slime Pit verkauft. Die hatte ich lose, eine noch. Und die wollte er haben. Die habe ich ihm verkauft und da hat noch was dazugelegt. Und zwar ein paar Spiele. Ja, wir bleiben beim Thema Videospiele. Und das waren jetzt ein paar PlayStation 1 Spiele. Ich hatte die nicht. Verurteilt mich nicht, ich hatte sie nicht. Er hatte noch ein anderer dabei und da habe ich von mir auch schon gesagt, nein. Sowas wie Hugo. Nein. Heart of Darkness. Fand ich damals schon ein bisschen creepy. Sehr schicke. Dann habe ich noch nie was von gehört. Overblood. 3D Sci-Fi Adventure. Overblood. Habe ich noch nie was von gehört. Deswegen wollte ich das haben. Ihr könnt mir gerne runter posten, ob ihr die Spiele kennt, ob ihr die feiert oder ob die auch für euch neu sind.
Dann, ja klar, das kennt wahrscheinlich auch fast jeder, Oddworld. Das Spiel sieht super toll aus, hat eine schöne Grafik, ich mag es aber nicht. Warum hasst es dann Sammler? Und Alien Trilogy als Platinum Edition. Schön. Eine Sache hatte ich vor Ewigkeiten vergessen, die ist mir runtergefallen, deswegen habe ich die erst letztens wieder gefunden. Es war auch, glaube ich, irgendwie ein Tausch. Ich glaube, nee, es war... Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Er hat es mir als Dankeschön auf jeden Fall zugetan. Alien 3 für den Game Gear. Sehr Alien-lastig heute, ne? Wir haben gleich noch was von Aliens. Jetzt kommen wir nochmal zu den Masters. Masters habe ich ja, habt ihr schon gesehen, Streetor. Aber es gab ja auch... Es gab ja auch noch diese welche. Die neue Wave, die habe ich ja auch komplett. Also ich habe sie nochmal lose, die stehen alle da, da und da. Zauberin, Jitsu und Buzz-Off. Richtig, richtig, richtig coole Figuren. Also toll, die finde ich richtig gut. Alle drei finde ich mega. Natürlich gibt es kleine Kritikpunkte von meinerseits, aber die werden wir dann in den neuen Masters oder Vintage vs. Origins Videos angucken. Und denkt dran, Origins vs. Vintage habt ihr zuerst gesehen beim Chris Table. Hat einen Grund, warum ich das sage. Also die drei richtig tolle Figuren. Wenn ihr nicht bekommen haben solltet, ich weiß, es gibt einige von euch da draußen, die sagen, oh nein, die sind ausverkauft, ich warte noch auf den und ich habe den nicht gekriegt. Macht euch keinen Stress, die kommen. Die kommen wieder. Jetzt Ende April kommen dann auch die Horde Trooper raus. Oh, ich muss sparen. Das wird so teuer. Ich werde, glaube ich, 5000 Horde Trooper bestellen. Nein, das werde ich nicht machen. Wie auch. In welchem Platz? Ich packe das jetzt mal weg. Aber ich werde mir auf jeden Fall, ich habe auch schon ein paar Horde Trooper vorbestellt. Weil Horde Trooper gehen immer. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, Horde Trooper gehen immer. Bleiben wir beim Masters. Das kennt natürlich mittlerweile auch jeder. Habe ich auch zweimal. Ich wollte eigentlich, also ursprünglich war der Plan, eins wollte ich verpackt lassen, komplett sealed und eins für mich zum Auspacken. Dann habe ich A, die Preisentwicklung gesehen und gedacht, dann wäre ich ja schön bescheuert, ehrlich gesagt, weil ich Geld kann ich gebrauchen, kann ich auch dann wieder reinvestieren für meine Sammlung. Das Set, die Packung ist mega gut, die ist richtig toll. Also von vorne, ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, ab und hinten auch. So auf alt gemacht. Als ich dann den Deckel aufgemacht habe, war ich enttäuscht. Also wirklich enttäuscht. Man hatte, mir ging es ehrlich gesagt hauptsächlich um den Geist von Castle Grayskull und um diesen Raumanzug. Also hauptsächlich um den Geist. Und in den ganzen Teaser-Fotos bin ich jetzt der Meinung, war der Geist so richtig schön hell durchsichtig. Und dann macht man das Ding auf und kriegt das hier. Also hell durchsichtig ist das nicht wirklich. Und ich finde, der sieht nicht so richtig, von der Farbgebung her, katastrophal. Was sollen diese dunkelgrünen Matschpobel da hingehen? Und das sieht aus wie Camouflage in billig. Und was auch geil ist, links und rechts sind so Gummiärmchen. Das in der Mitte ist hohles Plastik. Und das wird als erst, wenn der runterfällt, ist der kaputt. Das garantiere ich jetzt schon. Aber die Idee ist super. Echt klasse. Umsetzung finde ich halt nicht so geil. Wenn ihr das auch habt, ich finde es toll, dass die Mattel das zumindest umgesetzt hat. Das finde ich sehr gut. Aber die Art der Umsetzung von, wir kennen mittlerweile das Problem, wenn ihr Fotos seht von Produkten, die nicht hergestellt sind und dann später das fertige Produkt in der Hand haltet, da sind Welten meistens dazwischen. Hot Toys Sammler können für euch ein Lied davon singen. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen. Oh ja, ein paar viele Sachen. Ich war bei uns hier in Itzehoe, ist ein Laden, der heißt Kängurus, ist ein Bücherladen. Der hat also auch mittlerweile gebrauchte Platten. Nicht die geilsten, es sind sehr viele alte. Also sowas wie Roland Kaiser oder Frank Zander, die alten halt, ganz alten. Und ich habe heute was gefunden und das kannte ich noch gar nicht. Und das ist eine Single, Aliens. The New Sound and Special Effects by Aliens. Alien 1 und also Aliens auf Seite 1 und auf Seite 2 ist Flight of Fantasy. Ich habe noch nicht reingehört. Ich werde es aber tun.
Und das sind so Sachen, die ich dann halt früher cool gefunden habe. Das eigentlich nur wegen dem Skandal. Mini Vanilli. Girl, you know it's true. Und Magic Touch. Dann haben wir Falco, The Sound of Music. Fand ich früher auch ganz cool. Und ich hoffe, dass es die richtige Version ist. Ich habe noch nicht reingehört. I like Chopin. Rainy days. Oder so ähnlich. Ich hoffe, es ist das nicht, dass ich jetzt falsch gekauft habe. Und das eigentlich nur als Gag. Was ist das? Hits 87. Da ist das erste Lied. Es ging um das erste Lied. Rick Astley. Never gonna give you up. Ich singe jetzt nicht weiter. Ich blende dir was ein. Es sind zwei LPs mit vier Seiten. Vor- und Rückseite. Von Ariola. Kennt ihr das noch? Von Ariola. Also bestimmt einige von euch kennen noch diesen komischen Vogel. Mein Vogel. Der hat immer in der Werbung geschrieben. Von Ariola. Das kommt immer ganz zum Schluss von der Werbung. Warum weiß ich sowas? Unnützes Wissen mit Chris. Ich glaube, die große Box mache ich zum Schluss. So, was richtig geil ist, was richtig, richtig, richtig cool ist, ist das hier. Da habe ich mich sowas von drauf gefreut. Und zwar, den werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar ist das Retro Hauts. Retro Hauts ist bei Instagram sehr aktiv. Und ja, Videospiele und alles, was Retro ist eben. So wie ich auch. Und er hat was gepostet, was ich noch nie gesehen habe und nicht kannte. Und zwar eine Box mit Stickern. Und ich habe die noch nicht. Sticker kennt man ja. Panini und so ein Quatsch. Habe ich aber noch nie gesehen, die Sticker. Und ich dachte, hey, habe ich angeschrieben, du, das ist ja so eine ganze Box, die war auch, glaube ich, offen. Und noch ein paar einzelne Tüten dabei. Und ich habe ihn gefragt, du, würdest du mir für meine Sammlung so eine Tüte verkaufen? Ich würde gerne so eine Tüte haben. Wenn nicht, nicht schlimm, aber ich wollte gerne mal gefragt haben. Und da, seine Reaktion fand ich richtig, richtig cool. Hat er gesagt, Chris, gib mir deine Adresse, ich schick's dir los. Ich so, das ist ja mega. Also richtig coole Sache. Das ist so dieses Tolle zwischen Sammlern. Auch wenn man sich nicht persönlich noch nicht getroffen hat. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht getroffen. Dass man sich halt so aushilft und nicht gegenseitig über den Tisch versucht zu ziehen oder Profit rauszuschlagen oder sowas. Finde ich richtig cool. Also diese Community ist echt mega. Das finde ich super. Und das waren Sticker. Und ich habe sie noch nie gesehen. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr das kennt. Die kommen wohl aus Jugoslawien. Steht irgendwas auf der Tüte drauf. Didicom Sticker. Und dann aus Jugoslawien. Made in Jugoslavia bei D-Wolf. Also D.Wolf. Also Retro Hauts nochmal vielen, vielen Dank für diese Stickertüte. Ich werde auf jeden Fall, wer die zu meinen anderen Stickern kommen, habe ich ja gesagt, ich habe so eine kleine Stickersammlung. Ich glaube, ich habe noch Mask, habe ich noch. Ich habe noch Super Mario und Barbie. Also wenn du einen Barbie-Sticker haben willst, kannst du dich gerne melden. Ich habe noch ein paar. Ach, was lasse ich jetzt aus der Tüte raus? Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Das war eine echt coole Aktion. Richtig schön. Richtig, richtig klasse. Ja, sehr. Ich habe viel richtig gesagt. Und das kam heute. Da habe ich mir auch. Ich so, was? Hä? Cool? Der Zuschauer ist so cool. Der ist ein Hammer. Freddy, der schickt mir ab und zu mal ein Paketchen. Letztes Mal hat er mir, glaube ich, den Hulkbuster geschickt aus dem Multiverse von What If. Da hat Lego geschrieben, hier schickt Christo mal den Multi, den Links zu. Und er hat wieder ein Paket geschickt. Er kündigt das ja nicht an. Er sagt nicht, Christo, kommt ein Paket. Nee, der schickt einfach. Und das ist da. Ich musste erst lachen, da habe ich nur gesagt, du bist ja ein Denn ich gehe davon aus, dass er hundertprozentig weiß, wie ich das finde. Und zwar, hier ist auch diesen Süßigkeiten drin. Das ist ja nicht schlimm. Jetzt komme ich nicht raus. Nee, das sind die falschen. Die meinte ich. Ich habe erst nur die gesehen. Und ich also, willst du mich eigentlich veräppeln? Duplo. Duplo ist auch geil. Duplo ist super lecker. Aber, was ist das? Nein, ist schon wieder Spekulatius. Wieso? Duplo? Leko wollte schon sagen, Quatsch. Spekulatius. Da wollte sich ein kleines Scherz mit mir erlauben, dachte ich. Aber es sind nochmal zwei Duplo White dabei. Darum geht's aber gar nicht. Ich fand es nur witzig, weil ich genau weiß, dass der meine Videos guckt. Freddy, du Schlingel! Und dann haben wir noch drei Sachen hier drin. Da musste ich ein bisschen grinsen.
Krieg der Sterne auf VHS-Kassette. Die, ist das die Widescreen? Nee. Genau, die TRX überarbeitet. Boah, so. Ich zeig's gerne nochmal für euch, damit ihr wisst, was es ist. Das ist eine VHS-Kassette. Sehr cool. Ich glaube, es ist auch die Version, da gab es früher ein Dreier-Set von und da gab es auch Micro Machines, exklusive Micro Machines dabei. Ich glaube, ein AT-AT, so rosa, so wie ungefähr die Schrift. In dem Stile, so metallic. TIE Fighter, Millennium Falcon und ein AT-AT, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber AT-AT weiß ich hundertprozentig. Also, ein Film und er hat mir Marvel Legends Figuren geschickt. Du bist echt verrückt. Von Iron Man. Hologramm Iron Man, den finde ich richtig nice. Der ist richtig cool. Oh, das wird eng. Naja, egal. Dann packe ich halt ein paar andere Sachen weg. Weil Geschenke-Sachen müssen irgendwo hingestellt werden. Das sehe ich immer so. Und hier haben wir noch den Iron Man Stealth. Das ist ein bisschen mehr an die Comic-Version. Die alte Version. Also zwei Iron Man Figuren. Geil. Richtig coole Sache, Freddy. Vielen Dank. Also, das hat mich wieder extrem überrascht. Ich sehe gerade, da sind wohl Buff-Teile dabei gewesen. Ach hier, stimmt, steht da hinten drauf. Die hat er natürlich rausgenommen von irgendeinem Wolf. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Hier so ein Teddybär. Aber die Iron Man sind sehr geil. Ach, ist das cool. Ich kriege mein Grinsen noch nicht mal aus dem Gesicht, das ist schlimm. So, jetzt kommt was, was ich auch bei Instagram schon gepostet habe und ich finde es schon irgendwie traurig eigentlich. Ich habe, das ist das erste Teil, wo ich mir wirklich vorher Gedanken gemacht habe, soll ich das posten? Soll ich das vorstellen? Oder lieber nicht? Und dann habe ich gesagt, warum? Ist doch Quatsch, warum mache ich mir so einen Kopf? Ich finde es toll, ich finde es super und wenn er mit einem Problem hat, ist mir ehrlich gesagt egal. Es ist für mich, ich habe damit Spaß und ich finde es toll. Vorgeschichte. Das basiert auf einer Serie bei Netflix. Einer Realserie, also Reality-Show. Und zwar ist diese Serie eine Makeover-Show. Kennt ihr ja, aus deutschem Fernsehen kennt ihr auch, und wo Leute immer meistens fertig gemacht werden und so. Bla. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Person zu jemandem hinfahren, den da quasi aus dem aktuellen Leben rausholen, komplett überarbeiten, also alles, sein Haus, seine Persönlichkeit nicht, sondern sie helfen ihm mit der Persönlichkeit mit Problemen. Dann kriegt er neues Outfit, neue Frisur, sowas in der Art. Und ich finde die Serie super interessant. Die gucke ich wirklich, wirklich gerne. Habe ich schon alle Staffeln durch. Wichtig, nur auf Englisch gucken. Wenn ihr das mal noch nicht geschaut habt, guckt das bitte nur auf Englisch. Nicht auf Deutsch. Das ist richtig schlimm auf Deutsch. Von Lego, das Queer Eye Fab Five Loft. Das ist jetzt ein Zungenbrecher. Fab Five Loft. Finde ich super. Mega cooles Teil. Also wir haben dabei, wir haben Ten dabei, Jonathan war dabei, Bobby, Camaro und Anthony. Jetzt kann ich ja noch etwas dazu erzählen. Ten ist verantwortlich für Klamotten. Jonathan ist verantwortlich für Haare, also Grooming. Bobby macht Interieur, Einrichtung, Gedönse. Camaro macht Seelsorge und Personal, also Training nicht, sondern hier, ne? Kopfsache und Problembewältigung, Gespräche führen. Und Anthony ist fürs Kochen da. Und das Set hat 974 Teile. Und ich habe es für einen mega Schnapper gekriegt. Also für einen richtig, richtig guten Preis. Richtig gut. Das war im, glaube ich, VK waren es 99 Euro. Dann wurde es runtergesetzt auf 69 Euro. Und ich habe noch mehr gespart. Und das finde ich super, super, super cool. Vielen Dank an die Person, die weiß auch, wen ich meine, dass du mir das ermöglichst, dass ich die Sache kriege oder gekriegt habe. Ich habe es auch schon lange aufgebaut. Das Geile ist, die hat gesagt, also ich habe gesagt, wenn du ein Live-Aufbau-Video machst, dann sag mir bitte Bescheid, damit ich das auch sehe. Zwei Stunden später habe ich ein Bild geschickt. Fertig. Ich brauche was zum Basteln. Ich entspanne bei sowas. Ich baue sowas super gerne zusammen. Das ist auch voll egal, was für Lego-Sets das sind. Ich persönlich selber kaufe mir natürlich nur Lego-Sets, die mir auch gefallen, wo ich sage, es lohnt sich auch für mich. Je mehr Steine und eigentlich würde ich auch gerne, was ich sehr gerne machen würde, wären diese ganzen Häuser. Das muss es nicht Lego sein. Klemmbausteine ist mir Wurst. Also nur Klemmbausteine zum Zingbau oder Kobi oder wie sie alle heißen. Da gibt es ja diese richtig krassen Häuserteile, die Eckhäuser oder sonst was.
da sind viele Teile, da baut man ewig dran, das finde ich super. Sowas finde ich total entspannt. Das überlege ich auch noch, aber ich habe dann leider keinen Platz, die irgendwo hinzustellen. Deswegen, ich baue die meistens auf, stelle die kurz irgendwo hin und dann gebe ich sie wieder ab, weil Platz fehlt. Aber das fand ich halt so super, weil es sind 5 Figuren drin, dann nochmal 2 extra Figuren, weil die machen ja ein Makeover. Das heißt, hier ist eine Frau drin, die vorher aussieht so und danach yeah! Plus 3 Oberteile, weil die ja ihre Klamotten aufwechseln können, plus 2 Hosen, dann noch ein Hund und also 8, 9 Figuren sind drin. Das ist schon echt nicht schlecht. Und es hat echt Spaß gemacht, das zu basteln. Ich hab's jetzt bei meinen Friends-Sachen stehen. Bleibst du bitte stehen, das wäre total nett von dir. Vielen Dank. Ich guck jetzt gerade nochmal. Hat er was vergessen? Ja, eine Kleinigkeit habe ich noch. Habe ich mir bei Smith mitgenommen, das ist so eine Tüte gewesen. Ich habe dummerweise angefangen, diese kleinen Tüten, diese einzelnen Charaktere zu kaufen. Ich habe jetzt nämlich so 6 habe ich jetzt aus verschiedenen Serien. Und die hingen da auch für 3,99 und da fand ich das von den. Weil die kleinen Figuren kosten ja auch, diese Blindbags kosten ja auch 3,99 für eine Figur, wo du nicht weißt, was drin ist. Und hier siehst du ja, hier hast du eine Figur und noch ganz viel Zeug zum Anbauen und das für den gleichen Preis. Da habe ich mir dann gedacht, nimmst du doch mal mit. Ich weiß ganz genau, ich werde das Ding nie aufmachen, aber ich hab's jetzt mal. So, Freunde der Sonne. Mega Haul 39. Und was für eine Aufgabe habe ich jetzt? Genau, ich muss jetzt Plätze dafür finden und die Sachen unterbringen. Da freue ich mich immer am meisten drauf, dass ich jetzt wieder Sachen suchen darf, wo ich das alles hinstelle. Ich bin ja selber schuld, irgendwie. Aber ich, vielen Dank nochmal an alle, die mir die Sachen zugeschickt haben, die die Tauschgeschäfte mit mir durchgezogen haben. Richtig, richtig cooles Zeug dabei. Und auch nochmal Mighty Underground für diese coolen Boba Fett-Figuren. Und natürlich Stefan, Retrohaut, Freddy, Torben, nochmal Stefan. Vielen Dank. Was ist denn eure Highlights hier? Habt ihr so Sachen? Ich denke mal bei den Matchbox. Hot Wheels werden bestimmt einige gesagt haben, ah ja geil, die kenne ich ja auch noch. Oder vielleicht bei den Stickern. Also wenn ihr die gekannt oder wenn ihr die kennt, könnt ihr mir das ja gerne schreiben. Für mich war es neu, komplett neu. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen für das Video da nach oben und nicht vergessen, die Glocke klicken und ein Abo da lassen. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, entspanntes Tschüssikowski und State Nerdy. Ihr Figuren sucht dies.